Hallo miteinander. Ich bin hier wieder mal ein bisschen draußen im Gelände. Heute mal schön im verschneiten Wald, wie man vielleicht bei mir im Hintergrund sieht. Es ist also heute traumhaft winterlich zum Spazieren. Aber ich bin nicht wegen der winterlichen Landschaft in diesem Sinn da. Nein, ich bin auf der Suche nach etwas ganz Spezielles. Und für das zu finden, muss man tief in den Wald reichen. Und wenn man Glück hat, findet man es. Weil so gross das es ist, man sieht es fast nicht in den Wäldern. Ja, gleichwohl, auch wenn ich es vorher gesehen habe, sei nicht wegen der winterlichen Landschaft, kann ich es nicht unterlassen, auch noch ein paar Bilder zu zeigen, weil es ja so herrlich schön aussieht. Es gibt halt schon so einen verschleierten Märli-Touch irgendwie. Und es ist halt immer schön zum Schauen. Ob schon, dass ich persönlich den Sommer fast ein bisschen lieber habe. So, jetzt im Hintergrund, also respektiv im Vordergrund, höre ich schon langsam, aber sicher etwas von dem, was ich suche. Also könnte es sein, dass ich im Ganzen etwas näher komme. Und da haben wir es auch schon gefunden, was ich suche. Ich habe ja gesehen, so gross dass die Maschinen sind, man findet sie einfach fast nicht im Wald. Thank you.
So, die erste Maschine hatten wir gesehen. Das ist der Vorwarder, ein John Deere. Aber es gibt noch grössere Maschinen hier im Wald. Und die gehen wir jetzt noch suchen. Der Vorwarderfahrer hat mir jetzt gesehen, wo ich her muss und durch muss, für dass ich das Gefährt finde. Und ich höre es auch schon. Und dem gehe ich jetzt auch noch nach. Ja, man sieht jetzt hier im Hintergrund von mir den Harvester im Einsatz. Es ist schon eindrücklich, wenn man das hier so live sehen kann. Es ist allerdings sehr vorsichtig sein, aufpassen. Es kann überall etwas in den Bäumen hängen. Und er im Harvester, er sieht ja nicht rund um die Maschine ging alles. Also man muss schon ein bisschen vorsichtig daher gehen, nicht dass etwas passiert. Aber es ist eine eindrückliche Maschine. So. Das war es jetzt von meiner kleinen Exkursion hier im winterlichen Wald. Ich habe jetzt die Maschine gesehen und auch ein bisschen mit den Fahrern können reden. Ja, schon noch imposant. Wenn man denkt, früher alles von Hand und dann mit der Motorsäge ist es schon ein bisschen ringer gegangen. Und heute mit so einem Harvester geht es etwa 3 Minuten, dann ist ein 20 Meter hoher Baum mit 50 cm Durchmesser zerlegt, gefällt, enttastet, abgelenkt, so wie es soll sein. Also es ist ziemlich eindrücklich.